Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video hier auf dem Kanal. Leider ist das Spiel ja nach wie vor noch nicht raus, das heißt, ich kann noch nicht mehr Footage aufnehmen. Aber ich habe mir mal Gedanken gemacht, was ich euch trotzdem so zeigen kann. Und in diesem Video wollen wir mal so die 6 Tipps, die mir eingefallen sind, behandeln, die euch dabei helfen, gerade am Anfang ein bisschen mehr Geld zu verdienen, damit ihr euch all das leisten könnt, was ihr braucht. Tipp Nummer 1. Das wäre das Sammeln, was wir auch in dem 19 Tipps Video quasi schon hatten. Im Endeffekt nehmt ihr alles mit, was ihr kriegen könnt. Und was ihr zu viel habt oder wo ihr keinen Platz für habt, das verkauft ihr halt. Und wenn es nicht viel Geld ist, dadurch, dass ihr dadurch euren Skill hochlevelt, lohnt es sich immer, alles mitzunehmen. Und gerade sowas wie Erze, Holz und eben seltenere Items, die ihr dann da teilweise mit rauszieht, oder seltenere Materialien, die solltet ihr immer auf Vorrat haben. Daraus könnt ihr dann andere Dinge herstellen. Da kommen wir gleich zu, denn die nächsten Tipps bestehen daraus, bestimmte Dinge herzustellen. Und zwar sind es zum einen die Werkzeuge. Ja, darüber haben wir schon mal geredet. Das wäre der zweite Tipp. Werkzeuge herstellen. Immer schauen, dass ihr möglichst schnell schon Eisen bekommt, dass ihr möglichst schnell schon Holz bekommt. Vielleicht sogar auch recht schnell dann schon die Möglichkeit habt, Stahl herzustellen. Immer gucken, dass ihr da so ein bisschen Augenmerk vielleicht gerade anfangs drauf legt, wenn die Leute noch alle ihre Werkzeuge kaufen müssen. Denn gerade anfangs ist es ja so, alle haben nur die Standarddinger von der Quest oder haben halt nur Steinwerkzeuge. Viele werden nicht unbedingt die Lust haben, sich selber Werkzeuge zu craften, vor allem wirklich gute Werkzeuge, die dann teilweise auch mehrfach hergestellt werden müssen. Dementsprechend stellt so schnell es geht Eisen- oder auch Stahlwerkzeuge her. Guckt, dass ihr da den Ingenieurskill hochpusht und einfach Gas gebt. Ich gehe jetzt mal ein bisschen durch die verschiedenen Perks, die ihr auf den Werkzeugen haben könnt. Auf Eisenwerkzeugen wäre es dann ein Perk. Indem ihr, ich glaube, 25 Ersort opfert, könnt ihr dann eben einen Perk draufplacken. Oder eben bei Stahl 2 Perks, die auch random dann sind, logischerweise mit 50 Ersort. Und da gehen wir mal durch. Das wäre auf Englisch dann Yield, ertragreich. Gibt einfach mehr Ressourcen. Ist schon sinnvoll, wird auch wahrscheinlich auf jeden Fall gut weggehen. Würde ich so als, ich würde sagen, ja, mittelgutes Perk dafür ja, vorschlagen. Es gibt da definitiv noch bessere, aber es gibt auch weitaus schlechtere. Dann haben wir Durable, haltbar. Das ist ganz logisch und selbsterklärend. Ja, gibt mehr Haltbarkeit und ist wahrscheinlich das Perk, was sich am schlechtesten verkaufen lässt. Ist zwar auch praktisch, aber wenn man nur eins oder nur zwei hat, ist es halt nicht so sinnvoll. Ist dann eher hinterher bei den wirklich guten Gegenständen, die halt einigermaßen viele Perks haben. Da ist es dann vielleicht sinnvoll, dass die auch lange halten. Weil im Endeffekt kann man sie sowieso reparieren. Dann haben wir Luck, also Glück. Für höhere Chance auf bessere oder seltene Items. Das ist schon gar nicht wenig wertvoll, würde ich sagen, weil es recht wichtig ist, gerade, ich sag mal, dass das Holz, was man dann auf Tier 2, das seltenere Holz, was man auf Tier 2 bekommt, da kann man weitaus bessere Items mit herstellen und dadurch, dass es so selten ist, wird es zum einen super teuer verkauft und zum anderen könnt ihr dann wiederum noch krassere Items herstellen, die ihr wiederum verkaufen könnt und dann kriegt ihr halt noch mehr Cash. Also im Endeffekt immer versuchen, da irgendwie so drauf zu kommen. Wenn ihr für euch ein Werkzeug herstellt, ist es wahrscheinlich am sinnvollsten, möglichst schnell Stahl zu kriegen und dann auf dem Stahlwerkzeug irgendwie ertragreich und Glück, also Yield und Luck drauf zu packen. Das wäre meines Erachtens nach erstmal am sinnvollsten. Als nächstes hätten wir noch Disziplin, Disciple. Da haben wir mehr XP, das heißt, ihr kriegt mehr Erfahrung einfach beim Aberden. Ist natürlich zum Leveln auch ganz praktisch. Sehe ich jetzt aber nicht als so super wichtig an. Kommt da ein bisschen drauf an, ob man die Herstellungsberufe und die Sammelberufe direkt beim Level mitnutzen will und auch wirklich für die EP nutzen will oder ob man sich sowieso ein bisschen mehr Zeit nimmt und gar nicht so sehr das Ganze durchrusht. Dann lohnt es sich natürlich auch einfach herzugehen und zu sagen, ja gut, das brauche ich jetzt nicht, ich will lieber mehr Ressourcen haben, damit ich mehr herstellen kann. Dann hätten wir noch Eifer, Alacrity würde ich sagen heißt es, ich bin mir da nicht ganz sicher in der englischen Aussprache, ich hoffe ihr könnt mir das verzeihen. Das ist quasi ein Sprintboost nach dem Sammeln, finde ich ganz cool, gerade wenn man jetzt hergeht und sagt, nicht Stahl, sondern vielleicht die nächst höhere Stufe mit 3 Perks, wäre meines Erachtens nach dann eben Eifer und Glück und ertragreich so das, was ich cool finden würde, weil man halt schneller abbaut, in dem Fall, dass man halt schneller durchrennt von einer Node zur nächsten und eben mehr Ressourcen bekommt. Das ist so mein persönliches, ja, ich sag mal Go-To, wenn ich das hinterher zusammen habe und zusammen craften kann. Und dann haben wir noch die Azot Extraction, also die Azot Extraktion. Da haben wir 30% Chance auf ein Azot nach jedem Sammelvorgang. Das lohnt sich, finde ich, besonders bei Sachen, die recht schnell gehen, die man sowieso macht, zum Beispiel auf einem Kirschnermesser. Da würde ich das dann schon mitnehmen, das ist gar nicht so schlecht, damit ihr eben das Azot habt, was ihr ja auch wieder braucht, um Sachen herzustellen. Aber auch das wird nicht so super teuer zu verkaufen sein. Ich denke, am besten werden sich da wirklich ertragreich und
Glück und vielleicht auch Disziplin verkaufen lassen. Mehr EP, mehr Ressourcen und höhere Chance auf seltene Items sind wahrscheinlich die Go-To-Dinger, womit ihr am meisten Geld macht, wenn ihr eure Werkzeuge herstellt und die verkauft. Für euch selber müsst ihr natürlich sowieso entscheiden, was ihr da haben wollt. Dann kommen wir direkt zum Tipp 3. Das wären die Taschen. Ja, wer viel sammelt und gute Werkzeuge hat, womit er noch mehr sammelt, braucht auch große Taschen. Und das ist hier auch eine ganz große Nummer. Die schaltet man nach und nach frei. Je höher man vom Level her ist, am Anfang kriegt man eine recht kleine Tasche schon irgendwie per Quest. Danach sollte man hergehen und versuchen, möglichst schnell sich Taschen herzustellen oder zu kaufen. Und auch da wird es wieder viele Leute geben, die einfach sagen, nee, ich kaufe mir schnell eine Tasche, auch wenn die, keine Ahnung, 1000 Gold kostet oder so. Einfach, damit ich da nicht so viel Zeit reinstecken muss und damit ich wirklich genau das Perk bekomme, was ich haben will. Bei den Taschen ist es so, da müsst ihr gleichzeitig auch Quests bei eurer Fraktion grinden, weil ihr braucht die Minor oder die Major Rune of Holding. Ich weiß gerade nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall sind das zwei Runen, die ihr für ein bisschen Gold und für eben Fraktionspunkte dann bei eurem Fraktionshändler kaufen könnt. Und die braucht ihr für jede Tasche. Ihr braucht nämlich dafür diese Rune of Holdings. Die kriegt ihr für Faction Points. Die kleine für 1000, die größere schon für 3000. Ja? Das heißt, ihr müsst einige Quests machen, damit ihr so eine Rune bekommt. Heißt für eure eigenen, die ihr dann zuerst mal herstellt und dann auch für die, die ihr verkauft. Das sorgt aber dafür, dass Taschen auch nochmal den Wert steigen. Da kann man eine Tasche mit wirklich guten Perks super teuer verkaufen teilweise. Also ich habe da auf dem Beta-Server ein bisschen was gesehen und ich denke, auf dem Release-Server wird es auf jeden Fall auch so sein, dass man da eine Menge Asche mitmachen kann. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Perks drauf. Zum einen extra Pockets, also einfach mehr Taschen, womit ihr generell mehr Gewicht tragen könnt auf mit der Tasche. Das ist natürlich super praktisch und wahrscheinlich auch eins der Go-To-Perks da. Zusätzlich gibt es dann eben den Beruf und dann Burden bzw. Last, also des Holzfällers Last oder des Fischers Last quasi in Anführungszeichen. Das sorgt dafür, dass das Gewicht der Berufsgegenstände, die ihr da drin aufbewahrt, also die in der Tasche getragen werden, also generell einfach alle, die ihr mit rumschleppt im Endeffekt, die werden um eine bestimmte Prozentzahl niedriger. Was auch sehr cool ist, gerade hinterher habt ihr, glaube ich, 4 Taschenslots, 3 oder 4, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber damit könntet ihr dann zum Beispiel den Bergbauer-Last-Rucksack nehmen. Ihr könntet einen Holzfäller-Last und vielleicht noch irgendeinen nehmen, der viel Gewicht hat. Und habt ihr so die größten Dinge, die ihr mit euch rumschleppt, die einfach schon mal direkt um eine bestimmte Prozentzahl leichter sind, was euch eine ganze Menge mehr Klamotten mitschleppen lässt. Außerdem gibt es Azot-Attuned, also Azot-abgestimmt, womit ihr insgesamt 3% mehr Azot aus allen Quellen bekommt. Ist auch nicht schlecht, würde ich auch relativ früh versuchen mitzunehmen, wenn man es kriegt. Sehe ich gerade, ich weiß nicht, ob es auf Quests wirkt, aber gerade beim Töten von Gegnern oder so ist es natürlich von Vorteil. Und wenn man das zum Beispiel verbindet dann oben mit dem Werkzeug, was auch nochmal Azot gibt, dann dürfte das schon ganz cool sein, weil ihr eben einfach schneller die Möglichkeit habt, dann wieder was davon zu investieren in bessere Gegenstände für euch zum Anziehen oder auch zum Verkaufen. Dann gibt es dazu noch Plentiful Arrows oder Shells. Das sind reichlich Pfeile oder Kugeln, womit ihr 5% Chance habt, keine Munition zu verbrauchen. Finde ich persönlich nicht so wichtig, weil 5% ist jetzt nicht so hoch. Ich weiß nicht, ob es dann noch eine höhere Chance gibt oder ob die dann eben stackbar ist. Aber im Endeffekt kann man auch einfach Munition mitnehmen. So schrecklich ist es nicht. Vielleicht ist es dann eher sinnvoll, richtig im Endgame, wenn die Munition wirklich teuer ist. Dann gibt es Loyalität. Das gibt ihr 3% mehr Fraktionstokens beim Machen der Quests. Und das wiederum finde ich sehr sinnvoll. Also wenn man da eine Tasche kriegt, die wird auch gut zu verkaufen sein, denke ich damit. Im Main-Bereich wird es wahrscheinlich mehr Taschen und eben die Lastsachen sein, die gut weggehen. Loyalität wird aber auch auf jeden Fall gut funktionieren zum Verkaufen. Weil man einfach damit eine ganze Menge mehr Tokens kriegt. 3% klingt nicht nach so viel, aber wenn man immer 3 Quests macht und man kriegt irgendwie, keine Ahnung, schon ein paar tausend Tokens pro Runde unter Umständen, dann geht das recht fix, denke ich. Dann lohnt sich das schon. Dann haben wir als letztes noch Luck, also auch wieder Glück. Kann man auch auf der Tasche haben. Kann man, glaube ich, auch auf sämtlichen anderen Armor-Teilen haben tatsächlich. Gibt einem 0,5% Chance auf bessere Items. Ich weiß nicht, ob das steigerbar ist oder ob es da höhere oder niedrigere Runen gibt. Nur für 0,5% Chance sehe ich da jetzt nicht so den Sinn drin. Vielleicht wird es noch gebufft. Vielleicht ist es eben dann anhand von Sockelsteinen und den Skills auf der Rüstung sinnvoller. Aber vermutlich werden eben die Taschenplätze sowie die Gewichtsreduzierung am meisten Geld bringen, wenn ihr die Taschen verkauft. Also eine gute Tasche mit der Major Rune of Holding ist dann schon eine Tasche Stufe 2. Eben mit, keine Ahnung, zum Beispiel extra Pockets und irgendwie Holzfäller Last drauf. Dann habt ihr halt schon eine Tasche, die richtig Geld erzielen kann, die sich auch lohnt zu verkaufen. Das wäre schon mal Punkt 3. Mit Punkt 4 wären wir auch wieder beim Herstellen. Aber beim letzten, was ich euch raten würde, regelmäßig herzustellen und zu verkaufen,
Es gibt viele Spieler, die nicht immer daran denken und auch nicht immer Lust haben zu farmen und trotz alledem aber Essen und auch Tränke brauchen. Zum Beispiel Bufffood, was ganz sinnvoll ist, auch für verschiedene Berufe, das wird immer gut weggehen. Dafür sind die Ressourcen aber recht selten. Oder eben Tränke und ganz normales Essen zum Heim, wenn ihr da ganz Gutes herstellt. Das wird keine Riesenmengen geben, aber wenn ihr davon immer was, sag ich mal, übrig habt und immer genug für euch herstellt, sodass was übrig ist, was ihr verkaufen könnt, ist es, denke ich, eine recht sinnvolle Einnahmequelle, die ihr auch immer bekommt, wo ihr auch immer was drüber verdienen könnt. Als fünften Punkt ist auch eine relativ einfache Geschichte, wo man vielleicht so gar nicht dran denkt, da wir keine normalen Händler haben im Endeffekt in dem Spiel, sind gelootete Items entweder zu zerstören, was dann oftmals passiert, wenn man nicht genug Platz hat, oder zu verkaufen. Und da lohnt es sich immer so ein bisschen zu gucken, gerade die Anfangsgebiete. Bei uns war es jetzt Windsward, wo wirklich viel gekauft wurde. Da kann man dann solche ersten grünen oder ersten seltenen Items quasi einfach sehr gut verkaufen. Und da würde ich dann gucken, was sind die Dinge wert? Lohnt es sich, die zu verkaufen? Ist es jetzt so niedrig, dass es sich vielleicht nicht lohnt? Dann zerlege ich sie, bringt mir jetzt nicht allzu viel, aber da kann man mit manchen Items wirklich eine Menge Gold machen. Das hat bei mir auch ganz gut funktioniert in der Beta und ich denke, das wird auch jetzt im Release wieder gut funktionieren, gerade anfangs. Immer das Zeug mitnehmen, lieber einmal mehr zurück zur Stadt laufen und Sachen verkaufen, damit ihr am Anfang ein bisschen Polster habt, was Geld angeht. Ja, und dann unter Umständen auch gucken. Ihr könnt ja, das habe ich in dem Tipps-Video auch gezeigt, auch die Auktionshäuser von anderen Städten euch anzeigen lassen. Und wenn ihr jetzt seht, ja gut, okay, wir haben jetzt das Auktionshaus in Windsward, ist überlaufen, da ist zu viel, dann geht ihr halt nach Everfall, sammelt eure Gegenstände und lauft nach Everfall und verkauft die da. Ich glaube, Everfall war es. Ich hoffe, ich sage jetzt hier keine falschen Namen, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr geht in ein anderes Gebiet und schaut, wie es da ausschaut, wie viel Geld ihr da eventuell für dieselben Items kriegen könnt. Da jedes Auktionshaus pro Gebiet immer ihren eigenen Preis hat, quasi für jedes Item und auch das eigene Sortiment, lohnt es sich da einfach zu schauen und zu gucken. Das wäre dann gleich auch nochmal ein anderer Tipp, da kommen wir aber gleich zu. Zum Looten nochmal, da sollte man natürlich auch gucken, dass man vielleicht selber noch Sachen auf Seite legt. Da müsst ihr auch dran denken, wenn ihr jetzt sagt, ich spiele gerne einen Tank, aber ihr wollt zum Leveln eben mehr DD spielen und habt dann, was weiß ich, kein Schwert und Schild beim Leveln an, aber ihr findet ein gutes Schwert und Schild nicht verkaufen, dann behaltet es lieber, packt euch das auf Seite, nicht zu sehr in den Kaufrausch oder Verkaufrausch verfallen und alles wegzuhauen. Manchmal ist es ganz sinnvoll, auch mal ein paar Sachen zu verwahren. Und gerade manche Items, die man lootet, die jetzt gar nicht mal zum Anziehen direkt sind, sondern vielleicht irgendwelche Ressourcen oder so, immer genau überlegen. Lohnt sich das, es zu verkaufen? Wenn es super viel wert ist, auch erstmal gucken, was mache ich damit? Lohnt es sich, das vielleicht eher zu verwahren, eben weil es so viel wert ist? Vielleicht kann ich damit irgendwas herstellen, was noch mehr mir bringt hinterher. Da müsst ihr auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Zum letzten Tipp kämen wir dann jetzt am Schluss noch. Das wäre Kaufen und Verkaufen. Ja, für die unter euch, die Bock haben, das Handelssystem ein bisschen auszunutzen und vielleicht ein bisschen hin und her zu rennen und ja, vielleicht macht ihr ein Video nebenbei an und lauft halt wirklich von einer Stadt zur nächsten. Ich habe das in der Beta ein bisschen so gemacht. Ich bin teilweise losgelaufen in Windsward. Da ist direkt ganz viel Holz drumherum und da haben die Leute super viel Holz abgefarmt. Da gab es eben dann das Greenwood, das ganz einfache Stufe 1 Holz für einen weiß ich nicht, Apfel und ein Ei quasi oder einen halben Apfel und ein halbes Ei. Und das habe ich dann hochgebracht in die nächste Stadt und da habe ich das Dreifache dafür gekriegt. Klar, ich bin dafür gelaufen, ich habe meine Zeit investiert, in der ich hätte leveln können oder andere Sachen hätten suchen können quasi. Aber ich habe mit mehr oder weniger null Arbeit einfach Geld verdient und das geht natürlich auch mit selteneren Items. Das könnt ihr alles in einem Aktionshaus nachgucken. Schaut ihr nach, was ist es hier wert, was ist es woanders wert. Lohnt sich der Weg bis dahin, die Sachen mitzunehmen und da vielleicht zu verkaufen. Dafür ist es aber natürlich auch wichtig, dass ihr viele Taschen habt und gute Taschen habt, die dann eben die Möglichkeit geben, mehr mitzunehmen, damit sich das wirklich lohnt. Ich denke, damit sind wir die meisten wichtigen Punkte durch. Ja, die 6 Punkte waren so das, was ich mir am Anfang vornehmen werde, womit auch ich versuchen werde, Geld zu machen. Wir werden in der Kompanie versuchen, so schnell wie es geht, auch das Geld zu erreichen, um am Anfang vielleicht ein Gebiet freizukaufen. Ich glaube, das waren 100.000 Gold. Wenn man das erstmal hat, dann kann man darüber auch Geld machen, indem man Steuern hochsetzt und all so ein Kram. Wenn wir das hinkriegen auf unserem Server, logischerweise, vielleicht auch mit eurer Unterstützung oder mit deiner Unterstützung, ja. Falls ihr sehen wollt, auf welchem Server ich spiele, das könnt ihr ganz gut erkennen, indem ihr einfach zu Release dann auf Twitch geht und da mal schaut. Ich werde direkt zu Release mindestens 24 Stunden streamen, vielleicht auch 38. Kommt ein bisschen auf den Sabaton an. Da werde ich sagen, auf welchem Server wir unterwegs sind. Ansonsten habe ich auch ein Infovideo, was ich euch noch verlinken kann, wo ich auch sage, was wahrscheinlich wir für den Server nehmen, es sei denn, da kommt irgendwas zwischen. Wir werden Marauder spielen, für die, die es interessiert. Und noch ist da alles offen, noch könnt ihr euch gerne alle anschließen, bis eben halt unsere Kompanie voll ist. Das Ganze wird dann darauf hinauslaufen, dass wir schon versuchen, auch die Gebiete einzunehmen und wirklich überall am Start zu sein. Mit dem PvP kämpfen, wir werden versuchen, was das Handeln angeht, ein bisschen Gas zu geben.
Und da ist es natürlich auch gerne die Möglichkeit, sämtliche Dinge so ein bisschen zu pushen oder auch damit zu helfen. Wenn ihr jetzt sagt, ja gut, okay, wir wollen gerne Sachen verkaufen und kaufen mal irgendwie eine Stunde lang, wollt ihr mitlaufen oder so, das nutze ich natürlich unter Umständen auch. So viel dazu. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen was gebracht. Ich werde dazu aber nochmal ein bisschen was Gesonderteres machen und nochmal genauere Guides zu machen, was man da wie herstellt und was man dafür braucht im Optimalfall, wie man da vielleicht auch das Beste herstellt. Falls ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch über einen Kommentar generell freuen oder über ein Like und vor allem auch über ein Abo. Ihr habt hier schon hart supportet. Vielen, vielen Dank dafür. Ich denke, bald geht es schon darauf, dass wir sagen können, wir gehen straight Richtung 1000. Das wäre natürlich genial. Aber gut. Lasst uns mal nicht zu viel träumen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssikowski und auf Wiedersehen.